Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die US-Marine war auf der Suche nach einem neuen amphibischen gepanzerten 8x8 Mannschaftswagen, der ihre veralteten gepanzerten Fahrzeuge der Serie LAV-25 ersetzen sollte, die seit den frühen 1980er Jahren im Einsatz waren. Das US Marine Corps, USMC, betreibt derzeit mehr als 700 LAVs in allen Varianten. Die US-Marine benötigte einen mittelschweren, gepanzerten Truppentransporter auf Rädern, der von amphibischen Angriffsschiffen aus gestartet und auf offener See eingesetzt werden kann. Das neue Fahrzeug sollte an Land an der Seite von M1A1 Abrams Kampfpanzern eingesetzt werden können. Das Fahrzeug sollte in den Vereinigten Staaten hergestellt werden können. Um diese Anforderungen zu erfüllen, schlossen sich eine Reihe internationaler Unternehmen mit US-amerikanischen Unternehmen zusammen, um den US-Markt zu beliefern. So entstand das Amphibious Combat Vehicle, ACV, 1.1, ein neues gepanzertes Fahrzeug, das von BAE Systems in Zusammenarbeit mit Iveco Defense Vehicles entwickelt und hergestellt wurde. Bevor wir anfangen, wenn Ihnen dieses Video gefällt und Sie mehr davon sehen möchten, vergessen Sie nicht, uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie weitere Videos direkt auf Ihre Benachrichtigung erhalten. Das ACV 1.1 Programm wurde 2011 vom US Marine Corps initiiert, um die veraltete Familie der amphibischen Angriffsfahrzeuge zu ersetzen, die 1972 in Dienst gestellt wurde. Das neue Fahrzeug ist so konzipiert, dass es im Vergleich zur bestehenden AAV-7-Flotte des USMCs eine höhere Überlebensfähigkeit und Nutzlast bietet. Das US Marine Corps hat die erste Einsatzfähigkeit des ACV im November 2020 genehmigt. BAE Systems erhielt im Dezember 2020 vom USMC einen Auftrag über 184 Millionen US-Dollar für die ersten 36 ACV-Fahrzeuge. Im Februar 2021 erteilte das USMC einen Auftrag über 184 Millionen US-Dollar für die Serienproduktion von 36 weiteren Fahrzeugen, womit sich die Gesamtzahl der Fahrzeuge auf 72 erhöht. Der ACV 1.1 basiert auf einer amphibischen Plattform mit 8x8 Rädern, die von Iveco Defense Vehicles entwickelt wurde. Der gepanzerte Rumpf des Fahrzeugs wurde unter Verwendung von minenresistenten Bodenmaterialien entwickelt. Das ACV kann mit Hilfe eines Schiffes zu Wasser gelassen und geborgen werden. Es kann auch bei ungünstigen Seegangsbedingungen reibungslos eingesetzt werden. Das Fahrzeug ist für 3 Besatzungsmitglieder und 13 abgesessene Soldaten ausgelegt. Es bietet genügend Platz, um die Vorräte zu transportieren, die die Besatzung zum Überleben für 2 Tage benötigt. Die Marineinfanteristen betreten und verlassen das ACV über eine motorbetriebene Heckrampe mit integrierten Türen. Außerdem gibt es Dachluken zur Beobachtung, zum Schießen und zum Notausstieg. Die Gesamtlänge des Fahrzeugs beträgt 8,9 Meter, während die Breite 3,1 Meter und die Höhe 2,8 Meter beträgt. Der ACV 1.1 hat ein Bruttogewicht von 30.617 Kilogramm und kann eine maximale Nutzlast von 3.302 Kilogramm tragen. Der ACV kann mit verschiedenen Waffen bewaffnet werden, einschließlich einer ferngesteuerten Waffenstation mit 12,7 mm schweren Maschinengewehren und sogar einem Zwei-Mann-Turm mit einer 30 mm Kanone. Es scheint jedoch, dass dieser Entwurf bereits seine Gewichtsgrenze erreicht hat und schwerere Geschütztürme tragen kann. Der frühere LAV-25 war mit einer leistungsstarken 25 mm Kanone ausgestattet und wurde als Kampffahrzeug für Aufklärungs-, Überfall- und Abschirmungsoperationen eingesetzt. Es scheint also, dass der ACV einen Teil der offensiven Fähigkeiten des LAV-25 verloren hat. Außerdem ist der ACV hauptsächlich für den Transport von Marinesoldaten und Nachschub vom amphibischen Angriffsschiffen an Land und dann weiter ins Landesinnere gedacht. Dennoch kombiniert dieses gepanzerte Fahrzeug Schutz, Geschwindigkeit und Mobilität und kann auch andere Aufgaben erfüllen. Die Wanne kann auch mit einem stabilen Doppelturm für den Abschuss von M2 Mark 19 Granaten ausgestattet werden. Der Schutz des ACV wurde gegenüber dem alten LAV-25 erheblich verbessert. Das Fahrzeug hat eine gepanzerte Wanne mit Zusatzpanzerung. Das Schutzniveau kann je nach Einsatzanforderungen angepasst werden.
In Friedenszeiten wird die Zusatzpanzerung normalerweise entfernt, aber bei Einsätzen in verschiedenen Krisengebieten wird sie installiert. Das Innere des Fahrzeugs ist mit Spaltfolie ausgekleidet. Es gibt ein ABC-Schutzsystem und ein automatisches Feuerlöschsystem. Der ACV wird von einem Iveco Cursa 16 Dieselmotor mit Turbolader angetrieben, der 700 PS leistet. Es handelt sich um einen Multi-Fuel-Motor, der mit verschiedenen Kraftstoffsorten betrieben werden kann. Der Motor ist mit einem Allison-Automatikgetriebe mit 7 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen gekoppelt. Das Fahrzeug hat eine 8x8-Konfiguration und eine hydropneumatische Federung. Zu Lande ist der ACV wesentlich schneller als der AAV7. Der Antrieb auf dem Wasser erfolgt über 2 große Wasserdüsen am Heck. Das Triebwerk ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 105 Stundenkilometer auf befestigten Straßen und eine maximale Amphibiengeschwindigkeit von 11 Stundenkilometer. Die maximale Straßenreichweite des gepanzerten Fahrzeugs beträgt bei einer Geschwindigkeit von 89 Stundenkilometer 523 Kilometer. Das Fahrzeug hat eine amphibische Reichweite von bis zu 22 Kilometer und eine Reichweite von 402 Kilometer an Land. Es ist mit 16 R20 Reifen ausgestattet und kann Steigungen von mehr als 60% und Seitenneigungen von mehr als 30% bewältigen. Der Wenderadius des Kampffahrzeugs von Bordstein zu Bordstein beträgt 10,97 Meter. Von der früheren LAV-Serie gab es eine ganze Reihe von Varianten, darunter ein Gefechtsstandfahrzeug, ein Bergungsfahrzeug, ein Versorgungsträger, ein 81mm Mörserträger, ein Träger für Panzerabwehrraketen, ein Fahrzeug für elektronische Kampfführung und einige andere. Auch Varianten des ACV sind in der Entwicklung und im Einsatz. Was halten Sie von dem amphibischen Kampffahrzeug? Sind Sie von den Upgrades beeindruckt? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, damit du unsere neuesten Videos direkt in deinen Benachrichtigungen findest.